Hallo und willkommen zurück. Wir müssen oder können uns entscheiden, ob wir heute reisen oder uns erstmal hier einen Tag überspringen lassen. Und ich glaube, wir lassen erstmal einen Tag überspringen, denn wir haben jetzt noch 3 Tage. Billige Öffentlichkeit. Eine Gruppe von Barden hat angeboten, den Herrscher zu preisen. Gegen eine kleine Bezahlung ihrer Lieder werden die Kunde von Tod des Hirschkönigs und von einem Machtwechsel bis hin entgleisten Dörfern tragen. Ihre Loblieder auf den neuen Baron werden die Loyalität der Bauern sicher. Das hört sich super an. Leider habe ich überhaupt niemand frei. Verdammt. Ich habe niemand frei. Also werden wir nochmal einen Tag überspringen. Ein Feenwesen-Magier hat eine Siedlung besucht und alltägliche Gegenstände zum Leben erweckt. Die Leute scheinen eher verängstigt, denn amüsiert zu sein von der einfachen und größtenteils harmlosen Anomalie. Da kann ich auch niemanden hinschicken. So, jetzt machen wir noch einen Tag, dann haben wir 2 Dinge erledigt. Gelegenheit, Ereignis des Monats. Genau, die langweilen sich. Amiri hat hier mal schön Triumph. Wunderbar. Hat es voll rausgelassen. Die Militärparade erfüllte die Einheimischen mit Stolz auf die Stärke, die die Baronie der vergangenen Monate erlangt hat. Scharen von Freiwilligen haben sich der Armee angeschlossen. Wow. Militär plus 4. Hammer. Wieder ein Triumph. Der Rat hat den Bauern geholfen, eine Miliz aufzubauen, die ihre Häuser beschützen und ihre Siedlung gegen Banditenangriffe verteidigen können. Gemeinschaft plus 2. Loyalität plus 4. Wow. So, die Generalin erbittet eine Audienz. Okay, kann sie gleich haben, würde ich sagen, oder? Dann gehen wir halt gleich zum Thronsaal. Also gehen wir zum Thronsaal und geben ihr mal die Audienz. Miri wirkt verärgert. Da ihr mich zum Befehlshaberin eurer Truppen ernannt habt, solltet ihr mir zuhören. Ihr braucht mehr Männer. Im Moment haben wir noch Schwächlinge und Feiglinge. Wenn wir keine guten Kämpfer kriegen, werden unsere Nachbarn uns einstampfen, wenn es ihnen beliebt. Nur damit ihr es wisst, ihr solltet bessere Kämpfer auswählen. Ich will mich nicht mit den großen Kindern befassen müssen, die bei jedem Kratzer jammern. Nehmt nicht jeden, nur weil er es will. Sonst haben wir die Kaserne voller Waschlappen. Und was sollen wir mit Waschlappen? Die müssen stark und mutig sein, sonst ist es sinnlos. Okay, wählt die stärksten und fähigsten Rekruten. Ich brauche echte Kämpfer. Ja, ich glaube das zweite. Wählt die stärksten und fähigsten Rekruten. Natürlich, wie gesagt, keine Ahnung, warum ich zu euch komme. Ich könnte genauso gut alles selbst machen. Okay, alles klar. Ja, könntest du. Amiri, könntest du. Ja, Amiri ist da eigen. Gut, gehen wir nochmal. Gehen wir nochmal unser Königreich anschauen. Genau. Militär plus 1. Das ist doch mal was. So. Jetzt haben wir ja noch Projekte, aber ich glaube, die talentierte Rekruten. Genau, das können wir auch nochmal. Das wäre ein Ereignis. Und Unterstützung in Form Generalin befasst sich zwei Wochen mit der Lösung militärischen Baronie. Ich glaube aber, die Ereignisse sind ja wichtiger, weil die laufen ab, oder? Also da müsste ich Amiri mitnehmen. Einen Tag hätten wir noch, dann hätten wir das hier auch. Also komm, einen Tag überspringen wir noch. Dann haben wir hier wieder einen Triumph. Zappalot, die Regentin richtet einen großen Jahrmarkt aus, in dessen Mitte die besten Arbeiter der Handwerkers ausgestellt werden. Der junge Mann entschied sich darauf, hin in der Baronie zu bleiben. Schön, wir haben einen neuen Händler. Im Schloss wartet ein Besucher. Na gut. Also Gott. Was sollen wir noch alles machen? Eine Bauersfrau mit tränenüberströmtem Gesicht kommt auf dich zugelaufen. Ach, eure Gnaden, wehe mir. Ich durchlebe meine dunkelsten Stunden. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Bei allen Göttern, zu denen ihr je gebetet habt, bitte lasst mich in meiner Not nicht alleine. Ich heiße Jena Tanassen. Unser Dorf ist ganz hier in der Nähe. Vor 2 Tagen ist mein Junge fortgelaufen, Tick, und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Wir haben gesucht und gesucht, aber vergeblich. Wenn ihr ihn nicht findet, findet ihn niemand. Habt ihr eine Ahnung, wo er sein könnte? Jena blickt
sich vorsichtig um und flüstert. In der Nahenmark lebte eine alte Hexe, eine Sumpfhexe. Ich werde ihren Namen nicht laut aussprechen. Fragt gar nicht erst. Der bloße Gedanke an sie lässt mir Blut in den Adern gefrieren. Sie hat den bösen Blick und sie ist Menschen. Sie verwandelt sich sogar in einen schwarzen Raben und steigt auf in den Himmel. Es ist so klar wie der Tag, dass sie meinen Jungen geraubt hat. Verschwinden hier häufig Leute? Jep, tun sie. Hier gibt es so viel tödliche Gefahren, man kann sie kaum alle aufzählen. Wilde Tiere im Wald und Monster und Troblins und Banditen und was sonst noch alles. Sogar Erwachsene haben es hier schwer, hier zu überleben. Und ein kleines Kind. Oh. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Oh, euer Gnaden, danke, vielen, vielen Dank. Ich werde zu Erastil beten, dass er euch langes Leben schenkt. Wenn es etwas Neues gibt, findet ihr mich in der Taverne. Mögen die guten Götter euch helfen. Die schluchzende Frau geht weg. Okay, wir sollen ein verschwundenes Kind suchen. Naja, mal schauen, wann wir dazu kommen. Haben wir gemacht. So, was machen wir? Billige Öffentlichkeit. Da können wir Tristian oder Octavia hinschicken. Dann haben wir Feenmagie. Dass die Leute eher beängstigt. Da können wir Tristian hinschicken. Die Flussjungfrau, da können wir Amiri hinschicken. Und Trollsichtung. Okay. Gut. Lösung dauert 28 Tage. Was haben wir denn an Projekten? Haben wir ja auch noch jede Menge. Talentierte Rekruten. Also die Projekte, ich glaube, die Ereignisse waren wichtiger, oder? Dann würde ich sagen, wir schicken hier erstmal Octavia hin. Die soll das regeln. Jetzt haben wir auch keine Münzen mehr, gell? Okay, gut. Ja, nicht gut, aber... Tristian kann sich um die Feenmagie kümmern oder Harim. Die Flussjungfrau... Okay, dann kümmert sich jetzt Tristian um die Flussjungfrau. Und die Trollsichtung macht jetzt Amiri. So. Da haben wir niemanden. Und für die Projekte. Tempel des Elchs. Da haben wir keinen Ratgeber dazu. Wieder aufbauen haben wir auch niemanden. Das muss Harry machen. Hier haben wir auch niemand. Da haben wir auch niemand. Da haben wir auch niemand. Okay, gut. Ja, mehr können wir gerade nicht tun. Dann haben wir hier 10 Tage, der er beschäftigt ist und jede Menge Tage, wo die beschäftigt sind. Uiuiuiui. Gucken wir mal nach den Ratgebern hier. Und wir haben hier noch keinen, oder? Wir müssen irgendwie jemand finden, der das machen kann. Dann würde ich sagen, lasst uns mal losziehen wieder. Und zwar... Oh, da können wir erstmal kurz zum Händler vorbeischauen, wie ich hier feststelle. Ja, lasst uns doch mal zum Händler schauen. So, gehen wir mal raus. Da gehen wir einfach zum Hauptplatz. Und geh mal zu einem Händler, der uns das Zeug hier abnimmt, was wir hier haben. Wenigstens ein bisschen was, ne? Wir haben ja auch Geld. Wir haben 2800 von unseren Leuten bekommen. Unseren Bauern. Und den Adligen oder wen auch immer. Okay. Da ist ein Priesterin. Okay. Hier ist ein Händler. Hier sind die ganzen Händler. Guck mal. Ah, wir haben hier Zeiche. Das Tieflingsmädchen sieht aus, als würde es nur aus Federn bestehen. Es steht keine Sekunde still. Es nickt mit dem Kopf, schnippt mit den Fingern und klopft mit ihren Füßen den Takt einer Melodie, die außer ihm niemand hören kann. Als dich das Mädchen sieht, winkt es dir mit einem breiten Grinsen zu und beginnt auf Stelle zu plappern. Eure Gnaden, willkommen. Was wollt ihr? Schriftrollen habe ich, werde es nicht bereuen.
Meine Lieferanten bringen mir noch mehr Schriftrollen, wenn er noch mehr Magier in eurem Land holt. Mehr Magier, mehr Nachfrage, mehr tolle Sachen für euch. Also baut Bibliotheken, davon profitieren wir beide. Okay. Zeigt mal eure Waren. Okay, die verkauft auf jeden Fall Schriftrollen. Das haben wir jetzt verstanden. Wir machen erstmal hier anbieten. Das werden wir in dem Fall nicht verchecken. Aber den Waffenrock, das hier werden wir verkaufen. Und das. Nein, das nicht hier. Das brauche ich noch vielleicht. Aber das alles kann ich verkaufen. So, handeln. Hier, bitte sehr. Gut, Schriftrollen sind schön und gut. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn da noch für Händler? Hier vielleicht. Herdel. Herdel, vor dir steht ein junger, rothaariger und überraschend weißer, glattrasierter Zwerg. Oh, der sich an einen Vorschlaghammer lehnt. Er liest gerade ein Buch, blickt aber auf und verbeugt sich leicht, als du näher kommst. Sei gegrüßt, eure Gnaden, ich bin Herdel, ein Schmied. Wie kann ich euch helfen? Ich würde mir gerne eure Waren ansehen. Oh, der hat ja auch tolle Sachen. Was hat denn der so alles? Typ aufsteigend. Wir machen mal Preis absteigend. So. Langschwert aus kaltem Eisen. Aha. Hieb 1D8. Verbesserung. 10-7, das ist das gleiche. Bedeutet kaltes Eisen. Es war kein Silber. Ich bräuchte Silber. Das war ja eigentlich Beil aus kaltem Eisen. Okay, der macht ziemlich viel aus kaltem Eisen. Okay. Verstehe. Okay. Kaltes Eisen. Weiß noch nicht genau, was das bedeutet. Kaltes Eisen. Du siehst einen drahtigen, dunkelhäutigen Mann mit fröhlichem Lächeln in seinem wettergegerbten Gesicht. Er trägt kostbare Kleidung und sowohl seinen dunklen Haare als auch sein gepflegter Schnurrbart sind perfekt frisiert. Zeigt mir, was ihr uns anzubieten habt. Ist da 1000 Kampfstäbe? Was macht man denn mit so viel Kampfstäben? Nimmervoller Beutel. Der nimmervolle Beutel in einem dimensionalen Raum. Innen ist er wesentlich größer als von außen. Egal, was in den Beutel gesteckt wird, sein Gewicht ändert sich nie. So kann die Gruppe zusätzlich 200 Pfund an Gewicht tragen, ohne negative Konsequenzen. Wow, okay, krass. Kriegslist. Das ist ein Rapier. Ist es ein Rapier? Der hat auch Streitflegel im Angebot. Guck an. Ein aufflammendes Bastardschwert. Okay. Und Schutzringe. Also der hat richtig cooles Zeug. Oh, einen Helm haben wir noch gar nicht, ne? Doch, wir haben ja einen Helm. Was wir aber nicht haben, ist irgendeine... Hier, schwächere Duellhandschuhe. Diese Handschuhe gewähren ihrem Träger einen Bonus von 1 auf KMV gegen Entwaffnungsversuche. Okay. Waffen, Fallen entschärfen. Wie viel kosten die? 4000. Will ich haben. Gemeinsames Inventar. Okay. Na, dann schauen wir doch mal. So, die rüsten wir natürlich mir gleich mal aus hier. Schön, gut. Aber was kann denn der hier eigentlich noch? Eine Gürtellaterne? Ja. Und das hier. So. Gut. Dann sind wir ja eigentlich gut vorbereitet, oder? Nee, wieso soll ich da ins Haus? Verstehe ich nicht. Gehen wir mal raus. Können noch ein bisschen reisen. Ja, die Truppe ist gut. Die nehmen wir mit. Irgendwas mit Silber bräuchten wir irgendwann.
Was? Hier wird gejault in unserer Baronie. Ja, schauen wir mal, wo wir hinreisen. Wir wollten ja eigentlich ganz nach oben reisen, ne? Dass wir das hier noch einnehmen. Aber das können wir nicht einnehmen. Das gehört nicht zu unserer Baronie anscheinend. Wir wollen hier hin. Reisen wir hier hin. Ja, und schauen hier immer mal, ob wir irgendwo hin müssen. Auf jeden Fall mal nicht. Oh, sie ist schon leicht erschöpft hier. Die alte Eiche, guck an. War noch nie an diesem Ort. Na gut, dann kämpfen wir eben. Ha! Ja, wer will was von uns? Ist doch alles Larifari. Na, die kommen bestimmt hier wieder von links und rechts. Oder auch nicht. Wo seid ihr? Der anderen Seite? Ja. Was sind denn das? Spuckende. Ah, also, ja, so, ja, okay. Hey, da sind noch mehr. Hier auf der anderen Seite jetzt wieder, oder? Haben die sich hier versteckt? Muss ich die Feinde? Nö, das war's schon. Na gut, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Gehen wir hier hin, reisen wir hinüber. Ja, klar, wir ruhen uns natürlich aus. Wir ruhen uns aus, um auch voll fit zu sein für die Ressourcen. Ich weiß nicht, ich wollte die Siedlung Markthofen, wollte ich halt unbedingt an einem Fluss bauen. Deswegen habe ich die da unten eigentlich hingebaut. Wir haben schon wieder zwei neue Ereignisse. Okay. Mysteriöses Unkraut. Ein gigantisches Unkraut breitet sich über immer mehr Ackerland aus. Jemand muss die Bauern dazu bringen, den Kampf gegen diese Plage aufzunehmen. Ah, okay. Wieder niemand. Frei. Im Namen des Gesetzes. Eine Gruppe von Freiwilligen ist in Brevor eingetroffen. Sie wollen helfen, Ordnung in die Lande zu bringen. Ihre Leute wären eine höchst willkommene Verstärkung für die Wachen, wenn man sie überzeugen kann, sich den Reihen anzuschließen. So, das sollte auch Christian machen. Das ist super. Keiner von denen hat Zeit. Na gut, man kann nicht alles machen, ne? Ja, muss mal halt schauen. Da wird es ja schon eng. Wir brauchen mehr Ratgeber. So, das will ich natürlich beanspruchen. Und ab zurück. Dann schauen wir doch mal hier hin. Eiche. Was? Eiche, die gewandert ist. Ah, was für ein schöner Name für einen Ort. Gehen wir da rein. Schauen uns das mal an. Die Eiche, die gewandert ist. Die Eiche. Es ist dunkel. Naja, fast. Es ist eher so abends. Lalalala. Ich bin für das rein. Oh, guck mal, da oben gibt es was. Was ist das? Zauberinnenstab von Restorf. Okay. Was ist denn hier die Eiche, die gewandert ist? Wahrscheinlich gerade auf Wanderschaft. Oh, wer ist das? Ist das Silky? Das ist die wahnsinnige Dryade. Die erinnert mich wahnsinnig an Silky. Okay, das könnte schon die sein. Sieht auf jeden Fall so aus. Hey, was kannst du denn? Du kannst ja eigentlich nicht wirklich angreifen, ne? Segnung des Glaubens. So, wir wandern trotzdem ein bisschen vor. Christian. Und ich glaube, das hier wird gar nicht so schlecht bei ihr. Das hat super reingehauen.
Au! Oh, okay, das ist krass. Die ist ja wirklich wahnsinnig. Ja, jetzt kämpf dich mal da durch. Durch die Dornen. Uiuiuiui. Können wir sie da treffen? Nee, das war schon mal ein Fehlschlag. Aber ich glaube, die kommt da gar nicht durch. Okay. Soll ich mich bewegen? Ja. Ich weiß, es schadet ein bisschen, aber muss ja irgendwie zu den anderen hier. Jetzt werde ich die nochmal hier mit dem, wenn das klappen sollte. Gut. Das ging relativ fix. Also auf jeden Fall mal besser wie das letzte Mal. Eine Sichel. Okay. Ja, vielleicht. Vielleicht war sie es auch gar nicht. Vielleicht war das einfach eine andere wahnsinnige Dryadin. Kann man ja mal hoffen. Sah ja auf jeden Fall verdammt ähnlich. Aber vielleicht sehen alle Dryaden so aus. Guckt der sich so um? Hat der Schiss? Die Dornen haben uns ein bisschen Aua gemacht. Aber hey, kein Problem. Gut, gehen wir weiter. Gehen wir hier lang. Gehen wir nach oben. Uiuiui. Gut, gehen wir erstmal eine Runde ausruhen. Also die Spezialaufgabe ist ein bisschen... Naja. Gehen wir erstmal jemand anderen. Ich glaube... Das braucht man nicht wirklich, so eine Vollheilung hier. Oh, das ist aber was Großes. Auf der Straße ist jemand. Okay. Das ist wieder ein besonderes Treffen. Okay, was haben wir da? Junge Zauberkatze? Wilde Trollhunde. Dann würde ich sagen, genau das machen wir das nächste Mal. Und genau hier steigen wir ein. Ich schalte jetzt hier noch schnell um. Zack. Okay, und dann sind wir schon dran. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal genau bei diesem Kampf. Ich bedanke mich und tschüss.